Eine unendliche Freude. Eine unfassbare Freude ist es wieder, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4 mit dem Deutschen Reich in der Agora Europan Flames Mod. Ja, es ist 1940 und... Ja. 111 deutsche Division pushen gegen knapp 200 russische Division. Weil es nicht ganz korrekt ist. Denn... Teil der russischen Truppen steht in Japan. China. Um die Asiaten in Schach zu halten. Die übrigens auch... die Japaner in Schach zu halten. Die übrigens auch mit China im Krieg sind immer noch. Trottel, ey. Voll schlecht, die Typen. Kannst du nicht brauchen. Kann ich nicht brauchen, diese Typen. Naja. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages haben wir, Superior Units. Glaube ich. Ja, Digga, was ist das, Alter? Ha? Was ist das? Ha? Sag's mir bitte. Sag mir, was es ist, Alter. Alter, was willst du mit solchen Divisionen? Keine Artillerie, keine richtige Support. Müll. Da ist ein bisschen Artillerie, aber auch nur im Support. Was haben wir hier? Panzer. Panzer Divisions. Genauso Trash. Trash. Alles Trash. Kompletter Trash. Also wirklich komplett Trash. Wir schauen mal kurz bei Equipment. Haben knapp. Ja, 8% gecaptured. Paar Panzer. Paar Trucks. Paar. Ein Antitank. Und natürlich jede Menge Infanterie-Equipment. Selber mit kaum was verloren. Und haben davon noch einen Großteil wieder zurückbekommen. Das wird mir voll auf den Sack gehen anstelle der Sowjets, ich schwör. Ah, ich wollte doch Heavy erforschen. Lecker. Haare. Meine eigenen sogar. Das Problem, wenn man so lange Haare hat, die hängen dann die ganze Zeit in die Schnauze. So, meine dänischen Freunde, das ist jetzt aber nicht das, was ich mir vorgestellt hatte unter Faschismus und unter Bündnisbeitritt. Aber gut, 80.000, 70.000 Verluste gegen die Sowjets, 400, Alter. Also bitte schaut euch das einfach an. Wir rushen auch an China vorbei. Unsere Kriegsbeteiligung bröckelt auch rauf und rauf. Schauen wir gar nicht mehr an. Oh Mann, ihr seid solche Assis. Schauen wir nur das an, das langt mir schon. So, sind wir schon auf Platz 2. 40% Kriegsbeteiligung. Und damit rutschen wir jetzt auf Platz 1. Woo! 44% Kriegsbeteiligung. Gibt es wieder Leute, die fragen, wie machst du das, Krabbe? Mit meinen absolut beschissenen Infanteriedivisionen, wie ihr immer sagt. Mit ein paar absolut beschissenen Panzerdivisionen. Und vor allem mit Luftwaffe. Und halt der Tatsache, dass die Sowjets einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Wir echt einen entspannten Krieg hatten bis jetzt, weil quasi gar nichts so wirklich gefährlich geworden ist für uns. Aber die Mod ist... Also ich weiß nicht, was ich als nächstes spielen soll. Also ihr könnt generell gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr was ihr als nächstes sehen wollt. Wobei ich persönlich sehr interessant fände, Schweden, Türkei. Ungarn vielleicht wieder? Asiatisch irgendwas? China? Indien? Bei Indien habe ich nicht so viel Bock drauf, glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Tschechoslowakei sogar. Tschechoslowakei ist auch immer interessant eigentlich. I don't know. Mal gucken. So, vielleicht auch Frankreich. Einfach um euch alle zu triggern. Dass die einzig wahre Krabbe mit dem Baguette spielt. Ist der Krupp-Scheiß jetzt endlich weg? Hm, 29. Dezember. Bin mal gespannt, wie viele Fabriken wir es dann am Ende auch haben werden. Was? Atacama Patagonien. Ich gebe euch Trolle vor. Was ist denn hier los in Südamerika, Alter? Aber was für Atacana anarchistische Kommune auf Chile. Gut, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ach, das ist Chile. Dieses Atacana-Kommune ist Chile. Gut, danke für den Hinweis.
Hätte ich jetzt so nicht herausgefunden. Oh Gott, wir haben jetzt doch schon 120.000 Mann verloren. Ja, gut. Ich sag mal so, es ist halt doch Winter, ne? Und wir sind wieder bei 0% angelangt. Woo! Also bei 0 Fabriken, die wir brauchen. Damit geht's jetzt endlich weiter mit dem Bauen. Kurz was gucken. Und zwar Mechanized. Wenn ich die jetzt switche? Bleibt sogar gleich. Das Ding ist, Mechanized ist halt... Also Mechanized bufft deutlich die Verteidigung, bufft ein bisschen den Breakthrough, verbessert ein bisschen Heart Attack. Alles andere wird schlechter, nur Leben steigt nochmal ein bisschen an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, muss ich jetzt unbedingt machen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist es jetzt nicht. Wir haben Infanterie-Schwerpunkt, also... Das muss man ganz klar sagen, bei den Doktrinen haben wir einfach mit Grand Battle Plan ist einfach Infanteriefokus. Panzerfokus wäre halt eher Mobile Warfare, dann halt das hier, rechten Weg mit den Panzern und dann halt moderner Blitzkrieg runter. Das wäre halt für Panzer das Ding gewesen, mit viel Vorteil bei Panzern, mit Organisation und Co. Dafür haben wir uns halt nicht entschieden. Wir haben uns halt für die andere Variante entschieden, sage ich mal. So, alles was gegen Stalin kämpft ist gut für mich. Und mein Ego, so als erforschen wir die schweren Dinge, auch wenn wir die nicht nutzen. Wir werden die wahrscheinlich eh nicht mehr nutzen, wir kommen da gar nicht mehr zu. Da geht Riga baden, damit fällt Lettland. Normalerweise, irgendwann mal. Dann können wir gerne angreifen. Oh, Queen China hat Japan den Krieg erklärt. Die können wir jetzt ins Bündnis einladen. Ah, der Bündnisbruch. Man kennt ihn. Komm, scheiß drauf. Warte mal ganz kurz. Ach, Japan hat sein eigenes Ding gemacht. Ach, diese Kläffer. Na, da habt ihr jetzt Pech gehabt, weil dann kriegt ihr jetzt auch Probleme mit der geballten Achsenmacht. Könnt ihr euch bitte darum kümmern, ihr Holzköpfe aus Rumänien, Alter? Das ist euer Land. Wollt ihr vielleicht mal euer Land verteidigen? Doch ein Witz. Tja, was machst du jetzt? Können wir irgendwas in Dänemark machen? Nee, ne? Können wir irgendein Reich vergrößern? Wo war denn das mit dem Reich? Können wir auch nichts machen, ne? Weil wir halt alles als Puppets haben. Aber es war jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir jetzt hier irgendwie groß... dass wir jetzt hier irgendwie groß neues Reich erschaffen. Ja, ein klein bisschen struggle mal jetzt schon. Dänemark hat Krieg gegen die Schweden erklärt, das ist hervorragend. Kommen in ein Bündnis. Ist die Frage, wie stark ist Dänemark? Ja, 150.000 Mann. Das gleiche halt mit Schweden rein theoretisch nochmal, mit Norwegen rein theoretisch nochmal, aber ob das klappt, ist eine andere Frage. So, Garrison Support wollen die haben. Ihr könnt mich mal gerne am Dings, ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Bauen immer noch Häfen in Kanada, by the way. Bauen wir unsere Werften nochmal eine Stufe aus. Dann bauen wir nochmal ein bisschen... Nein. Nichts in Polen. Nichts zu holen in Polen. So, Schweden hat der Italien gerufen. Ganz toll. Da habe ich ja richtig Schlotter. War with Sweden ist eigentlich total irrelevant. Weil... Boah, Digga, 8 plus, ne? Weil Schweden eh schon surrendert hat. Eh schon mit unserem Krieg ist. Gott, ich bin schon mit dem Krieg. Schaut es mit Panzern aus? Haben wir schon bessere? Ne. Ah ja, Dora. Da war ja was. Wir sitzen auf der Dora und fahren Richtung Feind. Wir schießen ein paar Kugeln in sein Land hinein. Dann macht es bum bum bum. Und wir bringen keinen um, weil das würde das Video sperren lassen. Deswegen
Tun wir jetzt einfach so, als ob ich nichts gesagt hätte diesbezüglich. Training on the Czechoslovakian Fortresses. Attack Bonus. Gegen Frankreich. Sehr gut. Brauchen wir. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass wir da unsere Fokus jetzt auch ein bisschen Angriffsbonus gegen Frankreich bekommen. Das ist mit das Wichtigste überhaupt. Vielleicht versteht der ein oder andere die Ironie hinter meiner Aussage. Was ist das denn jetzt? Wollen wir alle den Kriegen beitreten, ne? Jetzt habe ich auch noch aus Versehen nicht Angriffspakt der Spanier angenommen. Stand eigentlich gar nicht auf der Agenda mit drauf. Ach so, Finnland ist auch mit uns im Krieg, oder was? Oh! Nee. Oh, Gott sei Dank, ich habe Kanada noch nicht mit in den Krieg gerufen. Das hätte jetzt dafür gesorgt, dass ich das Gebiet tatsächlich original verliere. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. Gut, die Ungarn verteidigen das rumänische Staatsgebiet. Die Sowjets, okay, die surrendern ja ewig nicht, Digga. Gibt übrigens ein Achievement, was wir jetzt natürlich nicht bekommen können, weil, ja, wir spielen die ein oder andere Mod, aber es gibt ja ein Achievement rein theoretisch, das heißt, bringe die Sowjetunion zu Fall, ohne Stalingrad zu erobern, oder beziehungsweise das heißt nicht so, aber das musst du da halt machen. Was wir jetzt mal machen könnten übrigens, wir könnten ein paar Medaillen verleihen. Organisation, Breakthrough, solche Sachen. Achso, das ist noch... Alter, wie viel kann ich denn den geben? Warte mal ganz kurz. Supply. Wird weniger, okay, wenn man es hochskaliert. Okay, 50% schwächer. Aber krass, jetzt habe ich mir hier so eine... Wo sind die jetzt? Die SS-Verfügung... Alter. den größten Müll habe ich geupgradet. Aber gut. Die machen jetzt bestimmt auch ihr Ding. Ich habe jetzt überhaupt keine Bauboni mehr, ne? Ich muss jetzt wirklich original bauen fast von der Geschwindigkeit her. Ekelhaft. Nein, für euch baue ich nichts. So, die Dänen machen ihr Ding. Aber ich kann nicht auch Infanterie-Experte. Guerilla-Fighter. Infanterie-Experte. Braucht man nicht. Braucht man eigentlich auch nicht. Alles unnötige Trades, Perks, die keine Sau braucht. Ich schaue euch Wirtschaft. Achso, lol, das haben wir auch noch. Innovation 5. Das Ding auch einmal komplett durch. Ganz vergessen, Schiener. Construction. Dann machen wir hier einfach weiter nebenbei. Oh. All required states will be court. Das ist auch enorm stark eigentlich, ne? Dass du zum Beispiel sagst, du gründest Europa. Du bekommst dann Core-Staaten auf alles. Weil manche Mods machen es ja so, dass sie dann zum Beispiel einfach dir halt dann den Tag geben oder sowas. Und da gibt es einen Border-Konflikt, by the way. Also du hast dann quasi neues Aussehen. Oh, holla. Die Jenny. Die ist voll hübsch. Yo. One Smash. Macht der denn eigentlich? Achso, die infiltrieren immer noch die Regierung. So, wir haben jetzt mehr als genug Konvois eigentlich. Das heißt, wir könnten rein theoretisch mal anfangen, unsere altmodischen Schiffe zu bauen. Die Konvois schmeiß mal weg. So, bauen, bauen, bauen. Und Panzerschiffchen auch noch mit. Sollte erst wieder für eine Weile reichen. Gegen Offensive gegen die Sowjets war zumindest mal erfolgreich. Produktion von schwerem Wasser geht nicht, weil
Ost landet, ist im Besitz von Deutschland. Okay. Landet. Irgendwas mit landet. Das muss ich besitzen. Digga, das ist doch gar nicht möglich. Mal fürs Protokoll. Warburg Sweden. Mit denen wir schon im Krieg sind, fürs Protokoll. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Warburg Finn, das ist auch so ein Quark, Alter. Mit denen sind wir schon alles im Krieg. Hat überhaupt keinen Sinn. Warburg Italy ist auch Bullshit, weil mit denen sind wir auch schon durch. Also früher konnte man das noch bypassen. Auf der anderen Seite, gut, kann natürlich sein, dass der Krieg endet und man kommt dann immer noch ein Kriegsziel oder sowas. Angetreten. 200.000 Verluste zu 1,5 Millionen. Die Briten haben relativ hohe Verluste erlitten gegen die Amis. Weil ich ehrlich gesagt gestimmt muss, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Jetzt kommen wir von hinten. Von hinten komme ich am liebsten. So, ah! Keine Konvois, Cruiser. Was soll ich jetzt machen? Also, Produktion, Panzer, Leiter. Oh, ich hasse es. Ah. Jetzt kann ich dann irgendwas automatisieren. Ich weiß nicht mal, was es ist. Piercing-Verteidigung. Haben wir eine Heavy Machine Gun schon drin? Was ist das denn? Was bist du? Special Fee, Additional Machine Gun, ja. Ne, warte mal. Das ist eine Heavy Machine Gun. So. Das ist an sich ein relativ starkes Ding. Der Leopard. Ach, ich hasse das. Kann es wieder gehen. Wir haben doch noch ein bisschen Weg vor uns. Zum einen gegen die Sowjets, zum anderen müssen wir auch noch die Amis besiegen. Das Einzige, das war auch dumm, das Einzige, was ich hätte machen sollen, wäre so ein Collab-Government tatsächlich. Das wäre das Klügste gewesen. Das war nicht allzu schlau von mir. Was fehlt denn jetzt hier schon wieder? Trains haben wir genug, Trucks haben wir genug, Konvois haben wir auch genug. Was wollt ihr jetzt von mir, dass ihr da irgendwie sagt, es fehlt irgendwas? Stalingrad wurde erobert, aber immer noch 43%. Stehe ich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, verstehe ich nicht, woher die diese ganze Motivation haben. So lange kämpfen zu wollen. Was geht hier so ab? Die Briten, okay. Das könnte natürlich ein Grund sein. Da oben gibt es Naval Invasions, was mich jetzt erstmal nicht juckt. Wie gesagt, ich kann nachher ganz entspannt meinen Arsch einfach nach Kanada bewegen. Und der Rest ist mir dann wurscht. Können die Amis machen, was sie wollen. Ich klicke jetzt einfach mal auf alles. Construction Speed ist auch immer nice. Oh, preppen. Ah, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Wir kommen jetzt eh gleich relativ schnell auf 500. Gibt da noch Upgrades fürs Movie Department, so ein Blatsinn. Was ich gerade nebenbei mache. So, nächster Panzer. Was wir jetzt eigentlich auch mal machen könnten, rein theoretisch. Ich guck mal schnell. Zum Beispiel diese SS-Verfügungstruppe. Tausch mal aus. Die Gebirgsdivision. Ah, warte mal. Stopp. So muss man es machen. Ne, stimmt schon. Okay. Panzer, Panzer, Panzer. Kavallerie tauscht man aus mit Panzern. Panzer tauscht man nicht. Hä? Ah! Wen kann ich denn hier nicht austauschen? Okay, zwei kann ich original nicht austauschen. Warum nicht? Ah, die sind encircled. Was? Hä? Muss ich kurz gucken.
was das soll. Wo seid ihr denn? Hä, im Bums sind die entcycelt. Ich entcycle die auch gleich mal, aber anders, ich schwör. Das ist wieder einfach Betrug an der Sache. Hauptsache ich kann, Hauptsache mich hier wieder limitieren in meinen Möglichkeiten, weißt? Schaut euch diese Dreistigkeit an, zu behaupten, die werden entcycelt. Oh Gott, krieg ich's kotzen, echt? Trenchments, das ist alles Trash eigentlich. Du kannst eigentlich nehmen, was du willst, das ist alles langweilig. Von den ganzen Typen will ich eigentlich gar keinen haben. Aber bei denen kann ich... Ne, geht nicht. Wen haben wir denn aktuell drin, ne? 10, 15... Relativ sneaken jungen Mann. Close Air Support. Geht erst, wenn ich die Air Innovations irgendwann mal habe in 20 Jahren. Das Panzerdingens können wir noch machen. Was ist denn hier? Ja, das mit diesem Hitler geht mir auf den Sack. Also dieser Hitler geht mir richtig auf die Eier. Wir sind jetzt auch im Krieg mit der bolivianischen Allianz. Also wir haben jetzt in der Zwischenzeit... Also es ist wirklich... Ich dachte eigentlich so, ja, ist chillig. Wir sind jetzt hier bald fertig, aber... Die haben sich echt nochmal zusammengerappelt mit ihren ganzen Bündnisschmarre da und dadurch, dass ich irgendwie durch meine ganzen Verbündeten in jeden Krieg mit reingezogen wurde, den es hier irgendwo gab. Das wird jetzt dann doch noch relativ interesting. Ja. In der Zwischenzeit gehen wir jetzt trotzdem hin und nehmen die Sowjets mit auseinander. Hat hier nicht mal einer die Aufgabe gehabt, dass wir hier... Achso, ist noch ein Preparation. Was ist denn das Problem? Könnten sie ruhig ein bisschen schneller machen. Queen China lebt noch, aber das ist eigentlich auch eher ein Wunder. Was ist denn das? Ah, den kann ich switchen. Machen wir unsere Panzerdivision später noch ein bisschen stronger. Alles verringert die Organe. Könnt kotzen. Start an unnecessary war. Wieso unnecessary? Ich finde die Vernichtung der Amerikaner jetzt nicht unnecessary, wenn ihr mich fragt. Ah, hier, schau. Da ist das ganz andere Zeug. Aber haben wir jetzt im Krieg mit den Amis? Aus Versehen? In Anführungsstrichen aus Versehen. Moderner Blitzkrieg. Armor Attack, Armor Speed. Nee, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich unbedingt will. Wir machen erstmal Air Innovations, wo ihr die ganze Zeit schon machen. Ja, klar bin ich im Krieg mit den Amis. Digga, ich bin so blöd, Alter, ne? Mein Vasall ist ja nicht im Krieg mit denen. Ich trottel. So, sowjetische Freunde. Gut, da sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Wie ist für ein Panzer, Leichttanks, Hätiger, was? Okay, wir reduzieren. Und erhöhen dafür ein bisschen die Panzerproduktion. Ein kleines bisschen. Florida Coast. Ist mir doch eigentlich relativ wurscht, was die da abziehen. Okay. Dann machen wir weiter. Auch mit Zivilfabriken halt. So, dann machen wir hier folgende Sachen. Gut, Organisation muss oben bleiben. Ein bisschen mehr Army Experience Gain. Hier setzen wir das Ganze auf 16. Kann ich hier noch irgendwas machen? Stay at home? Irgendwas, was mir irgendwas bringt? Supply Consumption minus 5%? Das ist an sich ganz gut. Damit könnte ich auch leben. Also ist beides ganz gut. Wie gesagt, wir brauchen nicht so viel politische Macht. Also wir haben eigentlich so viel politische Macht inzwischen, dass mir das relativ pupsegal ist. Schaut's mit Verlusten aus aktuell eigentlich? Wenn ich meinen x-ten Agent rekrutiere. Eine Collaboration Government läuft.
Natürlich werden wir auch nebenbei weiter hier das Ganze upgraden. Das Ganze dauert bis zum 4. November. Das Ding ist, ich glaube, so lange existieren die gar nicht mehr. Wir schauen mal. Pushen jetzt natürlich nebenbei in Finnland rein. Britische Naval Invasion in Schweden. Also ich nehme jetzt erstmal keine Kriegsbeitritte mehr an, weil ich will nämlich nicht das Risiko gehen, dass Kanada außer sie dem Krieg beitritt. So, hier können wir eh nichts mehr machen. Damit sind wir durch. Auch wenn es die ganze Zeit leuchtet, aber es leuchtet wahrscheinlich einfach, damit es leuchtet. Antidemokratische Raids, es wäre auch total sinnlos, wenn ich das machen würde. Du kannst eigentlich... Kannst eigentlich machen, was du willst. Ist eigentlich alles relativ sinnlos. Case Anton. Boah, geil. Überall. Ah, Heavy ist fertig. Sehr gut. Dann können wir jetzt den nächsten Schritt gehen und die Heavy Tanks bauen. Heavy Armaments, Basic Heavy Cannon. Extra Machine Gun. Extra Armor. Die Dinger sollen richtig lit sein. So, Stabilisierer. Top Radio. Das jetzt hier eigentlich. Armor plus 40%, Armor plus 50%. Wird aber deutlich teurer, was die Produktion angeht, aber scheiß drauf. Motor, fetten Motor rein. So, Engine 10, Armor 15, ne, 14. Ich meine, die müssen halt auch. Ja, wir sollten. Nehmt doch den Dieselmotor. Guter alte Diesel hat uns noch nie enttäuscht. So, Advanced Optics 3. Ich schwör, früher ging das automatisch. Was haben wir jetzt für ein Layout? Frontal Layout. Da hätten wir noch ein Citadel Layout. Pusht brutal auch die Reliability. Ich glaube, wir nehmen das Ding, das ist so ein Mittelteil. Okay, das ist nicht so gut. Verbessern nochmal Breakthrough, okay. Können wir Engine nochmal zwei Stufen verbessern. Okay, passt, damit haben wir unseren... Oh, Tiger, Alter, jawohl. Tigerillo. So, dann produziert man fleißig den Tigerillo. Senken natürlich dementsprechend jetzt auch die anderen Sachen dafür. Jetzt haben wir aber tatsächlich ein Problem mit Chrom. Können wir natürlich ein Busy beheben, indem wir jetzt natürlich jede Menge Chromfabriken bauen. Und Hand... Alter, fuck. So viel kannst du gar nicht handeln. Also kannst du schon, ja. Aber ist halt nicht das unbedingt das, was ich will. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit den Franzosen so viel handel, dann fühlen die sich am Ende noch. Das taugt mir auch nicht. Deswegen gucken wir jetzt halt wirklich mal, dass wir möglichst viele Chromfabriken einfach bauen. Schauen wir mal. Gut, an der Stelle will ich jetzt erstmal sagen, Panzerproduktion läuft an. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.